Jeder Schweizer verursacht durchschnittlich 700 Kilogramm Abfall pro Jahr. Die Hälfte davon ist Kehricht. Wenn ich meinen Gemüsesack im Container platziert habe, ist für mich die Entsorgung eigentlich abgeschlossen. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, woher der Güsel geht und was damit passiert? Am besten fahren wir mal mit und schauen, wo mein Sack hingeht. Übrigens, es gibt einen wichtigen Grundsatz für die Entsorgung von Hauskehricht. Nämlich, dass alles, was brennbar ist und nicht separat eingesammelt wird, in den Abfallsack gehört. Glas also zum Beispiel gehört nicht in die Verbrennung. Nachdem der Güsel mit dem Kommunalfahrzeug eingesammelt worden ist, wird er dahin in sogenannte Bunker geleert und mit dem Kran am Verbrennungshof zugeführt. Eine ganz wichtige Person in diesem Bereich ist der Kranführer hier oben. Er ist dafür verantwortlich, dass es immer genügend brennbares Material im Ofen hat und auch die Verbrennungstemperatur stabil bleibt. Auf dem Verbrennungsrost wird dann der Kehricht mit einer Temperatur von bis zu 1000 Grad verbrennt. Ohne zusätzliche Brennstoffe, wie zum Beispiel Öl, wird das Feuer allein mit dem Kehricht am Brennen gehalten. Das Einzige, was dazu kommt, ist Luft, damit das Feuer eine größere Hitze entwickelt, sauber und kontrolliert brennt. Gleichzeitig wird mit der Hitze, die beim Verbrennen entsteht, auch noch Dampf, Strom und Fernwärme erzeugt. Die Rauchgase, die beim Verbrennen entstehen, werden mit aufwendigen Filtersystemen gereinigt, sodass am Schluss nur noch Wasserdampf zum Chemie rauskommt. Was nach dem Verbrennen übrig bleibt, ist die sogenannte Schlacke. Von hier aus wird die Schlacke zu einer Deponie transportiert, wo sie in einem aufwendigen Verfahren, wo der Metall, darunter eine wertvolle wie Kupfer, Silber und Gold, getrennt wird. Diese Metalle werden eingeschmolzen und wieder verwendet. Der Rest kann jetzt umweltgerecht deponiert werden. Kehrichtverwertungsanlagen Buchs wie Meko Dietike, Erz Oftringen und Thurgi danken für Ihr Interesse.